Hi Leute, willkommen zu Dragon gebaut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um den Labwaffenbau. Heute geht es da mal weiter mit Abgüssen. Und zwar habe ich mir überlegt, ich werde jetzt das erste Teil mal anfertigen, wo ich dann nachher mit schäumen möchte. Da habe ich mir erstmal was Kleines einfallen lassen. Und zwar, ich habe hier so eine Form. Ich werde diese Springer vom Schach. Das sind zwei verschiedene Teile, also zwei Hälften. Die werde ich jetzt mit Keramik S mal ausgießen. Und wenn die dann trocken sind, zusammen machen. Da bin ich noch am Überlegen, was da am besten vielleicht hält. Ob das jetzt Kleber ist oder was, da weiß ich noch nicht. Aber das ist jetzt nochmal der Plan. Und dann will ich damit mit dem Juten zwei Komponenten Silikone vormachen und dann das ganze Ding ausschäumen. Also soweit der Plan. Dann hoffe ich mal, das Ganze wird mal wieder sehr experimentell. Keine Ahnung, ich habe das noch nie ausprobiert, ob das so klappt. Dann schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Ne? Dann hoffe ich mal, das Thema interessiert euch. Bleibt dran. Wir sehen uns. Na, dann mal los, Leute. Ich habe ein bisschen Zeitung hingelegt. Die Form. Alte abgeschnittene Flexi-Paint-Dose. Also unten noch ein Stück von. Dann hier das Keramik S. Hoffentlich reicht das noch für die zwei Abgüsse und irgendwie Leitungswasser nach Wolvik-Flasche. So, holen wir das Zeug mal raus. Ja, sieht ein bisschen aus wie so eine Tüte mit Koks, aber naja, jo. So, ja, und einen alten Pinsel. Der ist mit Pattex. Den lasse ich jetzt so, weil man damit vielleicht besser umrühren kann. Bin ich mir natürlich nicht sicher, wie viel ich da brauche. Wahrscheinlich werde ich wieder viel zu viel machen, aber naja, gut. Sei es denn dann so. Prinzipiell sollte ich das vielleicht auch wiegen, aber wie gesagt, ich habe mir immer noch keine Ware besorgt. Also für die größeren Sachen jetzt mit der Schäumerei werde ich mir das auf jeden Fall mal besorgen müssen. Damit das nachher auch mit den Gewichtsangaben und alles, dass das vernünftig passt. Und dann hoffe ich mal, das funktioniert, so wie ich mir das alles so vorstelle. Wie gesagt, alles hochexperimentell, kann natürlich auch in die Hose gehen. Ne? So. Ich bin mir nicht so ganz sicher, das sieht noch so ein bisschen dünne Flüsse hier aus. Was ja jetzt nicht schlecht ist, weil das dann besser in die Ritzen reingeht. Also ein bisschen haben wir jetzt noch mit rein, dann sieht das ein bisschen dicker aus. Ja, sieht gut aus. Ich glaube, das reicht. So, ein bisschen umrühren. Und dann werden wir das Ganze mal in so eine Form reinkippen. Da sind natürlich noch einige Luftblasen drin, wie ich hier so sehe. Hoffentlich vermurkst das Ganze nachher nicht. Aber es läuft auf jeden Fall gut rein. Das ist schon mal gut. Ja, von der Menge her würde ich sagen, ist es auch okay. Machen wir mal bis oben hin. Das läuft auch gut in die Ritzen überall rein, so wie das aussieht. Ja Leute, sieht doch schon mal ganz gut aus, oder? Ein bisschen gekleckert habe ich, aber ich meine, es hält sich noch in Grenzen. Ja, dann lassen wir das Ganze jetzt erstmal in der Form trocknen. Das geht eigentlich, naja, ich sag jetzt mal relativ schnell. Das entwickelt auch eine gewisse Hitze. Ich hätte besser noch ein paar andere Sachen machen sollen. Ne? Ich habe hier noch ein ganzes Teil. Form habe ich natürlich hier wieder keine liegen. Ja, was soll das? Egal. Obwohl, wir könnten noch was ausprobieren, Leute. Habe ich hier irgendeine kleinere Form, die ich benutzen könnte? Natürlich wieder nicht. Naja, jetzt, dann ist es halt so. Naja, gut, dann lassen wir das jetzt erstmal trocknen und dann gucken wir mal, wenn er trocken ist, ob wir das dann zusammenkriegen. Soweit der Plan scheint schon mal so halbwegs zu funktionieren. Dann gucken wir mal. Das Ganze scheint jetzt trocken zu sein. Ich hoffe mal, dass die Dinger gut rausgehen. Wie gesagt, bei den Sachen bin ich echt am Überlegen, wenn mal so ein Trennmittelspray irgendwie zuzulegen. Also bei Latex und Flexi-Paint klappt das eigentlich bei so Kunststoffformen sehr gut. Ne?
nur halt bei diesem Keramikzeug, weil ich will nämlich auch aufpassen, dass ich das Ding nämlich nicht kaputt mache. Und damit haben wir ja noch ein bisschen was vor, ne? So, hier haben wir draus gedrückt. Also ich muss sagen, das sieht schon ja noch mal schlecht aus. Also ich sag jetzt mal, für den Detailgrad ist das Zeug schon echt geil. So. Haben wir da draußen. So. Ja, das sind jetzt die zwei Teile. Jetzt bin ich am Überlegen, die Teile dann so zusammen zu kleben. Da hat man da einen Teil rauskriegen. Da muss ich aber noch ein bisschen gucken, glaube ich. Das passt noch nicht so hundertprozentig, aber soll ja auch erstmal nur so ein erster Versuch werden. Jetzt bin ich natürlich am Überlegen, womit klebe ich das Ganze zusammen. Der Heißkleber funktioniert, ich weiß es nicht, Leute. Ich glaube, ich nehme da eher so einen Universalkleber. Klebe ich das Ganze zusammen, werde dann hier noch so den Grat wegmachen und dann mache ich mit dem Ganzen eine Silikonform und das Ganze werde ich dann ausschäumen. Ja, das probieren wir doch dann mal direkt aus. Die Teile haben wir ja jetzt rausgemacht. Ich habe die noch so ein bisschen trocknen lassen. Immer ein paar Tage noch. Ich hatte irgendwie nicht so richtig Lust, dann weiterzumachen. Aber ja, ist ja egal. So, dann habe ich mir hier so von Uhu, hatte ich noch so Kontaktkleber. Jetzt werde ich mal gucken. Das soll auch für Keramik und so was. Und das ist ja, irgendwie soll das ja Keramik sein. Die werde ich jetzt mal beide so zusammenkleben. Bin mal gespannt, ob das funktioniert. Hoffentlich ist er nicht zu dick. Zum Rand mal ein bisschen Abstand lassen. Ich weiß nicht, wie gut das Zeug jetzt klebt oder wie schnell. Im Endeffekt muss ich die Figur nur die zwei Hälften zusammenhalten, damit ich dann später dann den Abguss davon machen kann. Beziehungsweise die Silikonformen dann anschließend das Ganze schäumen. Soweit der Plan. So. Also zusammen hat man schon. Noch nicht so hundertprozentig, aber scheint zu funktionieren. Müssen wir nachher dann noch ein bisschen hier nacharbeiten, aber mal schauen. Ich hätte vielleicht vorher noch ein bisschen gucken sollen. Also das ist ein bisschen am Hin und Her wackeln. Kann sein, dass man da vielleicht nachher noch so ein bisschen was, ich sag jetzt mal, verputzen müssen. Keine Ahnung. Mal schauen. Wie gesagt, das ist das erste Mal auch, dass ich so mal ausprobiere. Ob das nachher klappt, ist eine andere Sache. Aber schauen wir mal. So. Das Ganze scheint schon halbwegs zu halten. Also man muss sagen, das geht ziemlich flott. Ja. Ein paar Ritzen haben wir hier noch. Da weiß ich noch nicht so ganz, ob ich das dann nachher schließen soll. Mal gucken. Vielleicht noch ein bisschen Kleber drauf oder so. Weiß ich noch nicht. Kann man ja mal ausprobieren. Vielleicht klappt das ja. Ich hoffe nur, dass ich das dann nachher nicht mit vermurkse. Mal so ein paar Stellen noch ein bisschen drüber. Müssen sowieso die Kanten dann später nochmal nacharbeiten. Naja, schauen wir einfach mal, wie das nachher wird. So. Jetzt wollen wir mal gucken, wo wir das Ganze hin tun, damit das auch vernünftig trocknen kann. Einfach mal hier so, keine Ahnung, eins von den Dingern hier. Ja, müsste klappen. Dann lassen wir das Ganze jetzt erstmal trocknen und dann gucken wir mal, wie es danach hält. Und dann fangen wir an, die Form zu machen, wo das Ganze nachher reinkommt mit Silikon, wo wir das Ganze dann, wenn es funktioniert, schäumen. Ja, das Ganze ist jetzt soweit trocken. Schön zu halten.
Und wenn wir jetzt noch ein bisschen beischleifen, aber vorsichtig, hier müssen wir auch noch ein bisschen, mal gucken, ob das funktioniert mit dem Cutter. Oh ja, das geht. Sind zwar noch so ein paar Ritzen dazwischen, aber wie gesagt, das probieren wir jetzt einfach mal aus. Deshalb, wie gesagt, habe ich mal was Kleineres erstmal ausgesucht, bevor ich mir an was Größeres dran wage. Erstmal zu gucken, ob das damit überhaupt funktioniert. So. Dann habe ich mir überlegt, ich muss mal gucken, was ich dann für ein Gefäß drumherum nehme. Ich bin echt noch am Überlegen, wie ich das am besten mache. Ich habe mir jetzt einmal von einer alten, wo irgendwie Klarlack oder irgend so was drin, die Dose genommen. Weil ich wollte erst so einen Becher genommen haben, aber ich muss ehrlich sein, das ist ein bisschen zu viel drumherum. Deshalb habe ich was genommen, was nicht ganz so breit ist. Sag ich jetzt mal. So, meine Idee ist jetzt, das Ganze ja so reinzukleben. Ne? Das mache ich jetzt einfach mal. Dafür nehme ich denselben Kleber, mit dem ich das Ganze hier zusammengeklebt habe. Ich hoffe, das funktioniert. Also drückte Daumen. Muss ich mal ordentlich was drauf tun. Ich hatte eigentlich erst überlegt, dann hier unten noch so ein Rohr drauf zu machen, durch das ich dann nachher den Schaum reingießen kann, aber ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Vielleicht lasse ich den auch unten offen, dass man quasi vom Fuß her, weil kann man ja dann wegschneiden, wenn was übersteht. Na, das ist jetzt so meine Idee gewesen, ob das funktioniert. Na ja, schauen wir mal. Das Ganze, das stellen wir jetzt mal und kleben das da drin rein. Ich hoffe, das funktioniert. Momentan wackelt das natürlich noch ordentlich hin und her, weil der Fuß ja auch nicht ganz gerade ist. Kann natürlich auch sein, dass das nicht so ganz funktioniert, weil ich hier so vorhabe. Das ist natürlich auch möglich. Vielleicht nehme ich mal so ein paar Schaumstoffstücke und schneide die ein bisschen zurecht. Dann kann man das Ganze vielleicht noch so ein bisschen mal drin. Ich sage jetzt mal kalibrieren. So. So, das Ding haben wir jetzt hier drin. Jetzt hoffe ich mal, dass der Kleber dann das Ganze dann da drin soweit hält. Wenn es denn trocken ist, dann wollen wir mal loslegen. Gucken wir mal, das Ganze ist jetzt hoffentlich soweit getrocknet, dass die Figur sich da drin nicht hin und her bewegt. Mal gucken, wie ich die Dinger hier rauskriege. Mal irgendwie hängen die ein bisschen. Ja. Aber ein bisschen Angst, dass das Ganze sich ein bisschen hier löst. Aber na, geht. Jetzt habe ich hier drin noch so ein bisschen Ränder. Ich glaube, ich hätte das besser noch ein bisschen auswaschen sollen. Naja, gut. Auf jeden Fall, es hält. So. Jetzt muss ich natürlich gucken. So ein Becher voll ist vielleicht schon wieder viel zu viel. Aber wir schauen einfach. Habe auch ein bisschen aufgerüstet, wie ihr gesehen habt. Hat man jetzt hier so eine kleine Küchenwaage. Dann drei Becher. Obwohl, vielleicht brauchen wir ja doch einen Nehmer für reinzukippen und zwei für die verschiedenen Sachen. So weiß ich natürlich nicht, wie viel da reinkommt. Das mache ich jetzt mal so grob per Augenmaß. Dann gucken wir mal, dass wir den Becher, den leeren, der hat irgendwie 0 Gramm. Na, 3. Setzen wir mal auf 0. So. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel wir da reinkippen. Wir probieren das jetzt einfach mal aus. Ich mache das jetzt mal so grob nach Augenmaß.
habe ich dann noch 4 zu viel werden. So, mal gucken. Jetzt sind wir bei 114 Gramm. Naja, schauen wir mal. Hätte vielleicht vorher mal ein bisschen noch was wiegen sollen oder irgendwie. Ja, haben wir genau 100, na gut, 1 Gramm Unterschied. Ich hoffe mal, das wird jetzt nicht so viel ausmachen. Obwohl, wir können das eigentlich auch in einem zusammenmischen. Ich glaube, das machen wir auch. Das Ding machen wir mal aus. 1 Gramm Unterschied wird ja hoffentlich nicht so die Welt machen. Dann habe ich meinen alten Pinsel genommen zum Umrühren. So, dann kippen wir das Ganze mal zusammen. Ja. Bin mal gespannt. Also ich würde mal behaupten, das ist deutlich zu viel, was ich da jetzt genommen habe, aber hey. In dem Fall habe ich lieber ein bisschen zu viel, wie nachher zu wenig. So, dann werden wir das Ganze jetzt erstmal gut umrühren. Vielleicht, wie gesagt, bei dem einen Teil, da war das ja nachher so am Kleben. Ich denke mal, dass das Mischverhältnis nicht gut genug war oder ich habe es halt nicht gut genug durchgerührt. Ist jetzt nur so eine Idee. Keine Ahnung, was das von beiden war, aber eins von beiden war bestimmt. So. Ich hoffe mal, das reicht. Und dann werden wir das Ganze jetzt hier mal so reinkippen. Ich nehme dann den Pinsel und kippe das dann auf den Pinsel, damit er nicht ganz so viele Bläschen wirft. Und dann schauen wir mal, ob das reicht. Fängt sich unten an zu füllen. Da bin ich echt mal gespannt, Leute. Also das ist jetzt bei mir auch Neuland. Das habe ich bisher so auch noch nie ausprobiert. Bin mal gespannt, ob das funktioniert. Ich hoffe nur, dass das genug ist. Weil es muss auf jeden Fall so viel sein, dass das über die Springerfigur drüber kommt. Ja, ich denke mal, das reicht. Das ist ein bisschen mehr, wie ich gebraucht hätte, aber ich denke mal, das passt. Tun wir ruhig auch noch nach oben hin noch ein bisschen mehr drüber kippen. Machen wir nach oben hin noch ein bisschen Luft. Ja. Und den Rest können wir noch rein, dann haben wir fast bis oben hin. So, wie ihr seht, ist ja, ups, noch ein bisschen am Kleckern. Wie ihr seht, da ist gar nicht mal so viel übrig geblieben. Ist okay, finde ich gut. So. Dann werden wir das Ganze hier noch so ein bisschen klopfen rundherum. Hat den Hintergrund, dass die Luftblasen nach oben steigen. Also. Habe ich auf jeden Fall mal gesehen, ob das funktioniert. Müssen wir mal gucken. Ja, auf jeden Fall, ihr seht, hier oben sind schon ein paar Bläschen. Ne? Gucken wir einfach mal. Vielleicht irgendwie was nehmen, um dagegen zu klopfen. Das lassen wir jetzt mal. Das muss reichen. Dann lassen wir das Ganze jetzt erstmal trocknen. Ich weiß ja nicht, steht da irgendwas wie lange. Ab vom
Abwiegen, zusammengießen, eine Minute intensiv rühren. Naja, das hätte ich mir vielleicht besser vorher mal durchlesen. 6 bis 8 Minuten Verarbeitungszeit und nach 60 Minuten bei Raumtemperatur soll er dann soweit okay sein. Das Ganze ist jetzt soweit trocken, würde ich mal sagen. Die Dose immer so ein bisschen drücken. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das Scheißding hier rauskriegen soll. Ich denke mal, da muss ich bestimmt das Ganze einschneiden. Jo, ne? Und so. So, probieren wir das einfach mal. Das ist eine Schere. Das ist natürlich jetzt auch nicht so das Optimale. Nehmen wir mal mein Messer. Na ja, das löst sich auf jeden Fall schon mal gut. Oh, geht doch. Hm? Ein bisschen, naja, egal. So, das hier ist, wo das angeklebt ist. Mensch, Leute, das fühlt sich auch diesmal richtig gut an, das Ganze. Ja, da haben wir noch ein bisschen die Folie dran. Das ist wahrscheinlich noch, oder so eine Art Klarlack drin war. Hätte ich vielleicht vorher noch ein bisschen was gucken sollen, aber ist egal. So. Ja, jetzt müssen wir eigentlich gucken, ob wir die Fiole rauskriegen. Würde ich sagen. Ich schneide das Ganze jetzt einfach mal ein bisschen ein. Hier ist so eine Kante, die benutzen wir einfach mal. Oder hammert. Ja, das ist doch schon mal nicht schlecht. Hat doch schon mal halbwegs gut funktioniert. Hier oben schneiden wir noch so ein bisschen was weg. So. Dann haben wir hier zum Reingießen. Wie gesagt, das sieht jetzt hier rundherum ein bisschen komisch aus. Ist wirklich noch einiges von dieser komischen Haut dran gewesen. Na gut. Ist aber nicht schlimm, weil drinnen ist ja alles dann okay. So, dann bin ich am Überlegen. Das ganze Ding müssen wir ja irgendwie auch wieder zusammenkriegen. Und das Ganze hier wieder rein. Dann haben wir ja so ein bisschen Halt, auch wenn das jetzt verkehrt rum ist. Dann brauchen wir nämlich nur das Teil jetzt gut zu machen. So. Vielleicht ist das ja was besser dafür geeignet. So. Wir wickeln das jetzt einfach mal drumherum. In der Hoffnung, dass danach wenigstens an der Seite nichts rauskommt. Und ob das klappt, Leute. Wie gesagt, das ist für mich jetzt auch Premiere. Das habe ich so noch nicht gemacht. So. Sei mal nicht geizig. Wir wickeln jetzt einfach mal komplett drumherum. So, ich hoffe mal, das klappt. So, ich habe mir noch mal ein paar Becher und so dazu geholt. Die kleine Waage. Wie gesagt, ich weiß echt noch nicht. Ich tue mal den Becher hier rein. Für den Fall der Fälle. Wie gesagt, ich habe absolut keine Ahnung, ob das funktioniert. Ich bin mal gespannt, Leute. Ich habe aber auch noch nichts ausprobiert. Ne? Also nicht, dass er meint, ich hätte da schon irgendwas getestet. Das wird absolut mehr wie hoch experimentell werden. So. Ja, dann würde ich mal sagen, wir messen jetzt erstmal den Becher. Oder was der an Gewicht hat. Dort war nichts. So.
dann würde ich mal sagen, 50 zu 1, da würde ich mal behaupten, dass das mit der großen Flasche wahrscheinlich das mit den 50 ist, mit dem Doppelten. Und das andere wahrscheinlich dann, was dann noch dazu kommt. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie weit sich das jetzt ausdehnt. Also keinen blassen Schimmer. So, also ja, wir machen jetzt erstmal, ach doch, der Becher hat doch ein Gewicht. So, jetzt müsste auf 0 sein. Keine Ahnung, ich gebe da jetzt einfach mal was rein. So, das sind jetzt ungefähr 29, ich wollte es auf 30. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie weit sich das Zeug ausbreitet. Also müssen wir von dem anderen jetzt da 15 rein. Da bin ich mal gespannt. Aha, der hat eine Kindersicherung. So Leute, aber glaubt oder nicht, ich bin jetzt wirklich hingegangen und musste oben ein Loch reinbohren. Also wirklich, das hat irgendwie den Deckel nicht ja nicht aufgekriegt. Also hat er ja noch nicht erlebt. So, was hat man gesagt? Das waren 29, ja, so ungefähr 15. So, hier hauen wir jetzt eine Schraube rein, in der Hoffnung, dass das Ding nachher das halbwegs zuhält. So, stellen wir mal auf Seite. Alles mal in Deckung hier bringen. Bin ich mal gespannt. So, das haben wir hier. Das können wir ausmachen, die Waage. Jetzt ist es aus. So, dann gibt man das Ganze mal schnell hier rein. Verrühren das Ganze gut. So. Ich hoffe, das reicht. Dann gebe ich das Ganze hier mal rein. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das ein bisschen viel zu viel war, aber naja, gut. Ich weiß auch nicht, wie lange das Ding nachher braucht, dass das da rauskommt. Also das Ding ist schon ganz ordentlich voll. Ich würde mal sagen, ungefähr so von unten, ungefähr so bis hier. Also müsste der Schaum sich ja eigentlich... Also so jetzt rein überlegungstechnisch, dann anfangen irgendwie auszubreiten, hoffe ich mal. Sieht auf jeden Fall schon so aus, als wenn er so ein bisschen, er fängt nämlich an zu blubbern. Ja, ja, sieht gut aus, er kommt hoch. Leute, hoffentlich war das nicht zu viel, ey. Ich mach das ja nicht immer so. Wir haben den Becher ja noch drumherum. Oh oh, da kommt schon was. Seht ihr das? Eieieiei. Mal die Waage auf Seite tun. Dann sehen wir uns jetzt hier alles so voll sohn. Jo, also raus kommt ordentlich. Naja, gut, hier in dem Becher. Vielleicht hätte ich auch vorher irgendwie mal ein bisschen testen sollen. Schauen wir mal. Sieht auf jeden Fall spannend aus. Also in dem Becher ist es noch ein bisschen am Blubbern. Wir lassen das jetzt einfach mal ein bisschen weiter hier. Gucken uns das Ganze jetzt mal an. Das hier, das ist... fühlt sich auf jeden Fall... Na, hier klebt es noch ein bisschen. Aber so, hier oben fühlt es sich gut an. Na gut, dann gucken wir uns das ganze Elend mal hier an.
Holen wir mal raus. Hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ja. Das kann man hier ganz gut lösen, so wie das aussieht. Schneiden lässt es sich auch ganz gut. Ich schneide jetzt erstmal so ein bisschen hier oben was ab, was hier so überhängt. Und dann guckt man uns das Ganze gleich mal an. So. Mal gucken. Also schneiden kann man. Oh, schneidet sich halt so wie ein bisschen wie Matratzenschaumstoff. Also ist schon mal okay. Jetzt tun wir schon mal den Rand was lösen. Das geht durch das Silikon auch ganz gut. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich weiß ja nicht mehr, wo ich hier Anfang und Ende hatte. Da unten. Wenn wir das Ganze jetzt mal auswickeln. Geht deutlich schneller wie einwickeln, wie ihr seht. Und dann wird es gespannt, wie das Ganze aussieht. So, das ist erstmal alles Müll. Legen wir mal hier rüber. So, mal gucken. Aber mal gespannt. So, das Teil holen wir jetzt mal hier raus. Es wird spannend, Leute. War schon hier eingeschnitten, da. Ganz biege ich jetzt ein bisschen auseinander. So. Leute, ich sehe schon mehr wie ihr wahrscheinlich. Das könnte tatsächlich was gegeben haben. Ich glaube, ich muss das hier aber mal ein bisschen weiter einschneiden. Ich hoffe nur, dass ich das Ding jetzt nicht hier kaputt schneide. Also, die schäumt dann natürlich. Oh, das geht doch richtig gut raus. Okay. Beim Maul hat ein bisschen was gefehlt. Na ja, gut. Ist noch nicht so hundertprozentig das, was ich mir vorgestellt habe. Ich schneide hier einfach mal das Stück ab. Ja. Aber ich mache mal eine Nahaufnahme. Ich muss sagen, für den ersten Versuch, wie gesagt, wir machen mal ein bisschen näher ran. Ich hoffe, das kann man so gut sehen. Wie gesagt, hier seht ihr ja, die Schnute, die fehlt. Wahrscheinlich durch das Reinkippen. Oder ich hätte vielleicht oben die Öffnung ein bisschen noch kleiner, damit sich das mehr so reindrängt, zwängt oder wie auch immer. Aber so, wenn ich ehrlich sein soll, so vom Detailgrad her, das ist schon gar nicht mal so übel. Ist auch schön, schön weich. Also ich muss sagen, mal abgesehen halt, dass die Schnauze ein bisschen ein Stück fehlt. Für den ersten Versuch bin ich schon ziemlich begeistert. Oder? Was meint ihr, Leute? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Da würde ich mal sagen, es ist noch nicht so hundertprozentig super geworden. Aber ich muss ehrlich sagen, so für den ersten Versuch finde ich das Ding eigentlich schon ganz gelungen. Wie gesagt, ist noch ein bisschen Potenzial nach oben. Vielleicht, dass ich das irgendwie anders reingießen muss. Aber macht auf jeden Fall schon mal ein bisschen Mut für andere Sachen, die ich dann jetzt auch mal ausprobieren werde. Ich denke mal, mit der Form werde ich noch ein bisschen 1, 2, 3 Versuche machen. Mal gucken, wie es dann wird. Vielleicht kriegt ihr noch besser hin. Und dann werden wir uns dann mal an größere Sachen wagen. Wie für Ingo sein Ork, die Hörner.
vielleicht auch ein Schädel oder beides. Schauen wir mal. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wie immer, ne? Wünsche euch alles Gute, schönen Tag und bleibt meinen Projekten treu. Abo nicht vergessen. Likes, Kommentare immer gern gesehen. Dann sehen wir uns bei einem meiner nächsten Projekte, wenn es dann mit den Abgüssen und Formen und Schäumen weitergeht. Wir sehen uns.